schlecht für Navi, dass sie das auch wiederholen. Sofern Guardian halt auch immer noch in Form ist. Absolut. Darauf kommt es natürlich zum einen an. Ein anderer Key-Faktor, den ich gerne hier in den Raum werfen würde, sind natürlich die Fans vor Ort bei dieser Kulisse. Aber es Also geht jetzt ich hier glaube erstmal auch in die Knife-Rounds. bei den schwedischen Teams ist es immer gar nicht so krass wie bei den Ostblock-Teams, was Ja. so Homecrowd angeht. Ah, also die cheeren da schon ordentlich. Aber die Knife-Round sieht gut aus für Navi jetzt. Freeberg vielleicht? Nein, Zeus macht es. Wir sind Also, Tode gestellt. Knife-Round geht hier schon mal an Navi und die starten auf der CD-Seite. Weil mehr den Einfluss, den es dann auf Team hat, also. Das kennt man eigentlich nur so von den Ostblock-Teams, dass sie mit ihrer Homecrowd einfach nochmal 20% besser sind als normal. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es bei NiP hier so war. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Absolut. Und damit läuten wir ein für das Finale. DreamHack Summer 2014. NiP gegen Navi. Map Nummer 1. Und das ist der Map Vote hier von Navi. Haben Inferno gepickt. NiP hat Train gepickt. Na, wie direkt mit einem Dreier am B. Und Mitte wird ebenfalls Das sieht aus, runtergehängt. als wenn man verzögert Banane wollte bei NiP. Edward wurde jetzt gespottet im Haus. HP-Verteilung relativ identisch. Guardian 72, jetzt exist. Einige jetzt kassiert, Forrest hilft. Und Edward versucht jetzt, falsche Mitte, erfolgreich. Und kommt Immer raus. noch das 4 gegen 4. Und jetzt kommt die Bombe aus der T-Rampe raus. Und ob sie So, jetzt noch B exist. gehen. Exist aber auch schon Low HP. Sie ist da Die noch einen Frag lassen gemacht. super Jetzt viel Get Right aus Zeit. dem Hausmeister. Get Right fällt. Dice macht den wichtigen Frag. Im Forest kann er den Sand machen. Alleine. Forest 1-on-3. Das ist nicht unmöglich. Oh, kommt an den Pomp-Pick ran, aber kriegt noch einen harten Hit. 5 HP bei ihm. Forest 5 HP, das wird ganz schwer. Ja, was will er da groß machen? Navi hat sich auch so gut aufgestellt. Und siehst da mit dem Wollte es auf jeden Fall Knife-Round-Spot sicher runterspielen. Was hat Seas da vor? Ja, möchte das Geld haben. Aber. Er hatte keinen Schuss mehr in der USP. Ja. Und wollte dann das Messer benutzen. Scheinbar lag keine Waffe irgendwie nah bei ihm. So, also, First Round geht hier schon mal an die Ukraine. Aber NiP hat heute schon des Öfteren gezeigt, dass sie in der Eco stark sind. Ne? Und das scheinbar ist ein Mego geplant. Also sie haben drei Smokes gekauft, viele Flashes, ein Mollo. Scheinbar wollen sie ihren Mego in der Eco spielen. Und beim letzten Mal, als sie den Bego gespielt haben, haben sie gut blind gemacht. Das heißt, wir hatten direkt in Siehst. den Pool super Gold alle. NiP kommt ohne Gegenwehr am Spot. Die Bombe kann gelegt werden. Oh, das wird jetzt super schwer. 5 gegen 5. Spot Retake. Auch nicht mehr viel Equipment Ja, da. und sie stehen halt dieses Doppel im Dark mit den CZs wird super wichtig. Dark lebt immer noch. Und jetzt Get Right. Nein, er fällt. Aber nicht genug Aber Zeit. der Fuse kommt nicht durch und es wird die Eco für NiP werden. Ist Eine Waffe direkt noch noch an der verloren. Kante hängen. So, NiP hat es wieder mal geschafft.
Oh, 1-1. Aber Navi mit drei Waffen unterwegs. So, mal schauen, ob sie es jetzt hier zurückholen können. So, raus, wieder rein, get right. Nip weiter gut gesplittet. Banane bis oben München eingenommen. Wie wurde von A aus gesmoked? Und Schiffler macht da den ersten. Jetzt geht Red gleich über Hausmeister. Gucken, ob er vielleicht eine Flash bekommt. Ja, Guardian hat einen Hit bekommen. Die Situation für Nip jetzt. 5 gegen 3 Überzahl. Siehst aber mit Waffen rum. Ah. Verliert allerdings das Duell. Elbow im Teppich. Auch Low HP. Starex weit weg. Edward wird er noch gesehen? Nein. Bringt er einfach nur noch die Waffe weg. Waffe Nip natürlich sehr gut, wenn sie da mit vier Waffen die Runde überstehen. An Edward werden sie nicht mehr rankommen. Also ich bin mal gespannt, ob Nip hier dauerhaft gute T-Leistung zeigen kann, wie in dem Match gegen Hellraiser, wo sie sich zurückgekämpft haben. Und ob sie diesmal dann auch CT-Stärke beweisen können. Mal schauen, ob Navi jetzt so ein Special vorhat. Nein, wird wieder schnell angegangen. Nämlich der Standardaufbau. Eine T-Rampe, zwei Banane, zwei falsche. Beide Waffen auf jeden Fall am A-Spot. Ja, und zwei CZ gekauft. Die decken beide so in Close Range am Pool. Eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Macht da auch direkt den ersten. Free Back Down. Und die Waffe kriegen sie auch. Was er hatte. Ja, hat er, ja. Und man baut jetzt um zu A und aber Nip kommt nochmal B. Also perfekter Call gerade. So, siehst aber sehr früh gespottet. Guardian schiebt schnell rüber. Und jetzt nimmt Nip dann perfekt ein bisschen abgesmoked nochmal. Und jetzt könnte man sich nochmal. Jetzt sind vier Leute. Vier Leute sind jetzt am B. Das wird auf jeden Fall ein Klatsch. Oder zumindest nah am B. Jetzt fadet die Smoke, jetzt kommt sicher der Go. Ja, die kann er erstmal nicht machen. Oh, das wird überfahren. Zeus. Ja, und jetzt muss B da gepusht werden. Aber sie spielt es. Der. Drei gegen drei Situation. Zwei Waffen, beide haben Kevlar. Auf heute ist jetzt dick low. Und bei Nip keine Smoke mehr, um da CD Base irgendwie zu blocken. Zeus checkt Banane, wird dann die Sicherheit haben, dass da nichts ist. Alle irgendwie auf dem Spot oder Ruine sein müssen. Ja, ob sie bleiben weg. Auch zu riskant. Auch gut gewesen von Pfifflern, dass er da in die Ruinen reinsafen, damit Edward ihn nicht in der Base abfangen kann. Ja, andererseits zu zweit hätte man ihn halt aufpushen können. Um halt die Waffe von Edward noch zu kriegen. Aber egal. 3-1 steht für Nip. Jetzt wieder Equip Round für Navi. Pushen offensiv, erfolgreich, aber Refrag ist da. Dann allerdings von wieder Refrag. Von Hausmeister. Eng 3. Es bleibt spannend. Und sie sind alle im Teppich drin jetzt.
und kommen da problemlos raus. Aber Edward muft schon hinterher. Schauen, ob sie so schnell mit ihm am Teppich rechnen oder ob er sich Zeit lässt. Ja. Wallace spottet da jetzt perfekt hin. Geht über den ersten und schiebt nochmal rum. Und Navi lässt sich im Afterplant auch wieder viel Zeit. Wäre ein schöner Head. Macht er auch. Aber Bombe liegt schlecht für ihn. Und so jetzt zieht durch. Und das reicht. Das reicht. Okay, Runde. Frank kriegt er auch noch. Ja, und da sind alle Franks, die 5 Runden gemacht hat, natürlich wieder nichts wert, wenn die Runde da verloren geht. Ja, aber da muss auch schlechte Kommunikation wieder gewesen sein. Weil Tifflam wollte halt nach den zwei Frags in der Action halt wie beim Standardplan erstmal weggehen. Und man kann auf jeden Fall die Bombe auch safe besser legen als da. Also, dort liegt man eigentlich nur, wenn großer Sand nicht gecheckt ist. Und sie kam ja zu dritt aus dem Teppich raus. Es gab gar keinen Grund, gar keine Gründe, warum man so defensiv legen muss. Der Preis passt gut mit da aus. Edward hilft. Forrest über den Teppich, kriegt nur einen. Dann ist Guardian da mit der Habe, der eben noch am B war. Schön rotiert von ihm und nun Pfefferin. Gegen 4 kann er nichts mehr machen. 3-3. Und so schnell ist das Spiel wieder ausgeglichen. Ja. Und Nip muss jetzt in die Eco. Und so machen sie auch. Wieder teilweise CZ. Heißt, schön Hit drauf. Aufbau über Teppich und Hausmeister wieder. Starix, Banane unter Kontrolle. Hat aber nichts zum Nachsmoken, bleibt aber stehen. Und somit kann Navi da eigentlich zu viert spielen. Seast schiebt er jetzt zu Starix. Oh, oh, oh. Sieht gefährlich aus. Oh, jetzt wird aber Mitte gefischt. Kann Nip hier gut holen. Jetzt wird es nochmal schwerer. 3 gegen 3. Oh! Hitler, wichtiger Break anlang. Stark gegen Guardian. Jetzt müssen sie es gewinnen. Heißt wieder mit einem guten Hit. Und Pfiffer mit Ave. Schön, bekommt ihn. Und dann geht er da aus dem Sand. Und sie gewinnen wieder die Eco. Schöne Runde, stark runtergespielt von Pfiffer. Perfektes Timing da gegen Guardian. Und dann auf die Ave geswitcht. So, und jetzt Navi nochmal gekauft. Und auch hier wieder so eine kleine Decider-Round für die Money Control. Nip könnte danach nochmal es riskieren. Navi hingegen, wenn sie verlieren, müssen sie auf jeden Fall sparen. Und so wie es aussieht, wahrscheinlich auch eine Doppelspar. Haben auf jeden Fall noch viele Smokes und Flashes. Könnten entweder mal ihren einstudierten Argo oder wieder Vego spielen. Banane hat sich auch schon weit vorgearbeitet. Ja, Bombe auch jetzt in Richtung Forest schiebt hin. Und ja, Gatorade. Ja, es wird vom B geschoben. Oh, Gatorade. Gucken. Ob er vielleicht der Fuchsbau bleibt. Schön lang abgesmoked noch. Jetzt stehen sie B ready. Und Gatorade mit dabei diesmal. Diesmal also keine Abgammel-Posi. Seast All-In-Position. Und er ist blind, er ist blind. Aber auch noch nicht gesehen. Jetzt ist er gesehen, Spot ist down. Guardian sofort da. Ja, setzt ein paar Hits.
Und Edward, Zeus machen da keine Anstalten, dass sie da noch hin wollen. Also ich glaube, wir haben selten so einen guten Go gesehen wie von Nip, wo die CTs am Baseball beide immer so dermaßen Gold sind. Ja, vor allem Seas hatte da eigentlich eine gute Antiposi. Aber die dritte Flash hat ihn dann auch nochmal geblendet. Und er wurde auch lange nicht gesehen, aber ich glaube, der dritte Spieler hat ihn dann da doch nochmal gecheckt an der Posi. So, wichtig für Navi, dass man die drei Waffen da durchbringt. Wie eben bereits gesagt, wäre man halt komplett broke und fast auch so, dass man eine Doppelspar machen müsste. Jetzt hat man drei Waffen gesaved, kann vielleicht nochmal ein bisschen was machen in dieser Runde. Zeus steht da relativ aggressiv in der Mitte gegen. Also sie lassen ihn aber auch viel Raum an der Banane. Nip kann sich da immer super aufbauen. Kann da immer ganz easy sich vor B wieder positionieren. Navi weiß nie, ob sie vor B stehen oder nicht. Das ist ein Problem. Das haben wir auch bei Hellraiser schon gesehen. Wenn sie Druckbanane gemacht haben, hat es gut funktioniert. Wenn sie Nip den Raum gelassen haben, dann hat Nip das meistens gut ausgenutzt. So, jetzt stehen sie gleich wieder zu dritt am B. Diesmal sehr früh. Guardian kann direkt helfen. Aber wieder komplett abgesmoked. Guardian ist da, fällt aber. Und wieder bei der Breakdown. Kommt dann die M4 ran von Guardian. So, Banane macht das Duell, Zeus verliert es. Get Right macht dann Harakiri-Wurf und steht. Und Edward, 2 gegen 3 Situation. Nicht unholbar. Ja. Aber sie lassen sich dabei. Auch im Retake immer so viel Zeit. So, man wird wieder 2 Waffen über die Zeit bringen. Terrorists win. So, Pfefflin holt sich dann nochmal schnell die Arbe. Sehr gut beobachtet. So, und bei Navi reicht es an Geld. Jetzt haben wir wieder sehr, sehr weit runter gekauft, was Geld angeht. Nip versucht wieder den Tower, falls Banane offensiv ist, und das ist sie, aber es wird abgehängt. Also mittlerweile auch nichts mehr Besonderes, dieser Tower dort auf dem Blumentopf. Ja. Und wenn da Swarps liegen, wird halt nach oben geguckt. Boah, die hat auch nochmal wehgetan. Freeberg 55 HP. Siehst! Hat die 15 HP noch. Zeus von der anderen Seite. Der muss jetzt arbeiten. Verfrühen kriegt da keinen Shot raus. Also kommt er jetzt nochmal hoch. Garrett hat den Frag. Garrett macht einen, dann ist Zeus da. Und nun Guardian aufgerückt. Dann ist doch vorne jetzt aus. Halten Sie die Mitte gut wieder. Ja, Nip da gerade überall auf die Duelle gegangen und alle Duelle verloren. Und jetzt spielen sie wieder B-Contact, ne? Aber sie hatten B diesmal auch wieder Druck, waren die ganze Zeit abgesmoked. Und Sterix passt da gut auf. Ja. Schön runtergespielt von ihm. 4 Waffen durchgebracht, das ist jetzt auch mal wieder Bonus für Navi. Gut fürs Geld. Nip. Da wird Pfiffler ein paar legen. Und nächste Runde könnte man dann nochmal kaufen, wenn man hier
zum Bomblane kommt. So, schauen wir wieder, wie es jetzt weiter in der Banane spielt. Wieder Druck mit Mono. Und dann versucht die Banane gegenzuhalten. Eins Austausch. Und dann siehst aber du. Aber Refekt direkt da. Jetzt wird abgesmoked, einer kann alleine gelassen werden. Ja, 4 gegen 3 Überzahlsituation, schnell entschieden. Diesmal wollte Nip auf jeden Fall diese Bananenkontrolle da wieder zurückgewinnen. Aber nicht gelungen. Und jetzt sind sie am A auch schon wieder ready. Nip sich zu viel Zeit gelassen. Stehen sie wieder zu dritt dort. So, und soll Action Teppich splitten. Läuft da blind in den Sand rein. Macht er einen Track, ist dann jetzt gut Action durchgepusht in der Zeit. Und Pfeffer und Planted im Spot. Siehst schnell da. Noch ein Track. Pfeffer. Oh, hätte da vielleicht noch einen Moment wegbleiben können. Pfeffer. Oh. Hartes Duell hier. Pfeffer noch mit Smoke und Nate. Nate macht keinen Damage, jetzt vielleicht die Smoke. Ein Schuss noch drin gewesen, Mack. Ja, und insgesamt noch 3 gehabt, also einmal noch mehr wegducken, das ist dann halt immer dieses Pech, was dazu kommt. Einmal noch mehr wegducken und schießt es wieder. Wieder konnte Fifi die Runde nicht abschließen. Also er kommt im Moment so oft in der Klatsch-Situation, aber er schafft leider nie den Abschluss. Der letzte ist immer zu viel. So, Mitte Push jetzt mal von Navi. Geht in die Hose. Ja, aber Ausgleichstrike immerhin. Teppich in der Zeit wieder eingenommen von Nip. Und Gutwitch schon ganz vorne. Und Guardian hat ihn nicht und gesehen. Und Guardian läuft ihm jetzt dumm rein. Ja. Da hat er nicht so schnell mit ihm gerechnet. Und ja, bei Guardian läuft es auf jeden Fall nicht so. Gibt er wieder mit seinem Move, geht Sand einfach durch. Kriegt auch den Frag. So, die Runde muss jetzt aber safe sein. 4 gegen 2. Ja, und wieder wird schnell Teppich gegangen. Xis da unabsichtlich gebaitet für Get Red. Und Starix. Schlitz, kann er dann die Waffe wegbringen. Geht er weg. So, und geldtechnisch, Navi natürlich wieder ein bisschen problematisch. Siehst, könnte da eine legen, eine kaufen und Starks hat eine Waffe. Ja, die Frage ist, was man draus macht. Nip hat auch wenig Geld, das dürfte Navi auch wissen. Jetzt bin ich gespannt, was man macht. Sie könnte eine legen und eine kaufen, dann hätte man 3 Waffen. Und dann legt CZ75 zweimal, dreimal und kauft sich eine M4. So, Molly, bisschen verworfen, der sollte wahrscheinlich auch wieder dann erste Obst kommen, dass er drüber fliegt. Wie vorhin schon. Aber hat zumindest dafür gesorgt, dass sich der Spieler da am B-Spot zurückzieht. Starix. Fox kassiert den ersten Shot und dann drückt er dann dickes Brett. Edward bleibt am B. Get Right chillt dann noch am B. Sie haben auch die krasse Überzahl. Na, jetzt wird doch nochmal zusammengespielt. Halte ich auch für die bessere Entscheidung. Auch wenn 2 von den Spielern am B stehen. Faust geht jetzt A raus.
sieht jetzt keinen. Eigentlich müsste Nip jetzt nochmal umdrehen sogar. Machen sie auch. Sehr diszipliniert von jetzt Nip hier. Egal, wo sie drehen eigentlich. Oh, siehst. Oh, jetzt wird sie eigentlich nochmal umdrehen, aber. Da war keine Zeit mehr dafür. Ja. Ja, doch noch ein bisschen gefährlich geworden dann am Ende die Runde. Aber nichtsdestotrotz, 8 T-Runden, damit kann man arbeiten. Pistole nicht geholt. Zwar dann die Eco geholt. Und Guardian ist halt komplett ausgenockt. Kommt hier auch bisher nicht ins Spiel. 3, 4, 10, aber kann er bisher auch nicht viel machen. Spielen eigentlich ein ganz gutes Anti, dass er halt komplett ausgenockt ist. Er wird einfach aufgegast. Friberg 2 mit super viel Gas gespielt. Und Guardian bringt seine AWP schon weg. Starix auch. Also, was man zumindest mal festhalten kann, Nip hat sich in der letzten Zeit sehr, sehr viele Demos von Navi angeschaut. Ja, welches Match auch, sollen sie auch sonst schauen? Auch die gegen sich natürlich, ne, wo sie verloren haben. Ja, natürlich. So oft passiert das Nip ja nicht. Ja. Und dass ein Team so oft hintereinander gegen sie gewinnt, das wird auf jeden Fall studiert werden. Alles andere wäre halt fahrlässig. Ja, und deshalb weiß man jetzt auch ganz gut Bescheid, was da vielleicht das richtige Mittel ist hier gegen Navi. Und deshalb ist man da auch ganz gut eingestellt. Guardian versucht jetzt halt mal, ne, eben am B ausgenockt gewesen. Jetzt versucht er mal in der Mitte irgendwie auf Pick zu gehen. So, beide A-Spieler jetzt schon Lower P. Deshalb kommt Starix dazu. Währenddessen macht er Assists, bisschen Party am B. Get Right auch nur noch 3 AP. Jetzt ist Fifflon da mit der Bombe. Oh. So, jetzt wird es doch nochmal gefährlich. Beat ist da. Fifflon. Muss jetzt da ein bisschen Zeit rausholen. Oh, der war wichtig. Von Fifflon jetzt nur noch Zeus. Schöne Runde, Fifflon. 3 Frags. Und damit die 10. Runde für die Jungs von Nip. Hier in der ersten Halbzeit. 10 Terrorrunden. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und die Möglichkeit, meiner Einschätzung nach, dass Nip das hier sogar einstellig nach Hause bringen kann. So, Pfeffer mit 1337 Stats übrigens. Das kann ja nur gut werden. Und die HE könnte schmerzhaft werden, aber vielleicht passiert für Kreuzkontakt. Und Navi will weiter rauf auf den A. Oh. Er ist noch nicht gedeckt. Bleibt ziemlich geschlossen. Nur einer steht außerhalb, denn das ist der Rix. Und jetzt wird nochmal umgebaut, B-Split rausgespielt.
Ja, oder wird der Basebit fake? Ne, Bombe kommt auf jeden Fall. Diesmal zum Frag. Rechnen Sie jetzt noch mit Get Right? Nochmal zurück jetzt. Get Right kann das aber direkt ansagen. Forest down, 500 noch long spots. Einen macht er noch. Ja, und er lebt immer noch. So, und jetzt nur noch Guardian. Direkt zur Lower P, aber es wird schwer für Guardian. Aber zieht jetzt wieder Flash erstmal Aufmerksamkeit! Und Gatred macht ihn. Freeberg da komplett die Aufmerksamkeit gezogen, natürlich mit der Flash. Guardian 0 mit Gatred gerechnet. Da in Action. Ja, und da sind ja erstmal ein paar Dual Shots auf jeden Fall vorbeigeflogen. So, beste Round geholt. Mal gucken, ob Navi hier auch die Anti-Eco holen kann. Beziehungsweise die Eco. Ihre Eco. So, und man hat auf jeden Fall zwei Waffen gekauft nach dem Plant. Das sieht man mal sehr gerne bei ihnen. Und die HE hat geschmeckt. Der Contact nochmal. Get Right als Support wieder da für CT Bogen. Zipfeln wird ebenfalls. Und dann setzen sie da die Frags. Also, es soll immer noch weitergehen. Haben sie doch nochmal Action Contact? Ja, und jetzt Forest. Gar nicht schon ganz weit vorne. Bekommt den ersten. Dann Exist, dann Pfiffrin. Alle drei A-Spieler da noch ihren Frag gesetzt. Ja, Runde perfekt überstanden. Flawless. Jetzt noch eine Full Eco von Navi hinterher. Und dann kann auf jeden Fall ordentlich gekauft werden. Ja, wer ist da im Haus offensiv? Forest. Und Fuffeln. Ja, Forest geht da mit gutem Timing weg. Run hätte noch eine Welt. Aber jetzt wird sich B vorkontaktet. Aber nur Edward, Rest steht Mitte parat. Und dann stehen sie Forest. Schnappt sich dann den letzten im Teppich. So, wenn ich wieder auf Server. So, 13 zu 5. Nun erste richtige Equip von Navi. Ein Molly dabei. B-Push. Freeberg für 2. Macht den dritten sogar. Boah, und da ist noch und ein Shot noch low gemacht. Ja. Geht so ein Fang wieder. Und HE sitzt auch nochmal. Starix, jetzt hat er die Bombe, aber. Ja, die Runde jetzt gegessen. Ne, schade. Also scheinbar sind die Gerüchte um Guardian korrekt. Würde zumindest erklären, wieso er hier gerade so untergeht. Definitiv kein gutes Spiel für ihn.
Ja, man muss dazu sagen, als CT hat auch super Anti gespielt gegen ihn, ne? Also er hat immer gefangen, klar. Andere Situationen, dann moved er vielleicht dann doch nochmal ein bisschen anders und macht da den Shot. Jetzt Exist mit Autosniper. Ja, und... Nächstes Mal auch. Das ist, glaube ich, die weiße Flagge, die hochgehalten wird von Navi. Die Map werden sie auf jeden Fall aufgeben müssen. Man stellt sich da selig moralisch schon mal auf die zweite Map ein. D-Train. Starwitz zeigt sich, ja, und dann ist der Contact von Hess da. Jetzt Edward hat die Info da unter Laube, aber auch da gibt es wieder Banks. Durch die Smoke, auf jeden Fall nicht weg. Präsentiert. Exist. Moment. Ace Möglichkeit, Guardian allerdings am B unterwegs. Macht sich da auch schon bemerkbar. Ja, und das ist Runde Nummer 15. 10 Satzbälle für die Ninjas in Pyjamas. 10 Map-Bälle. So, gerade im Blind, Fifi. Heiz darunter. Exist kriegt noch einen zweiten. Jetzt geht's mit ein bisschen schneller hoch. Forest. Hat da zwei. Und dann schiebt er noch komplett raus. Friedrich ja, durch die Smoke. Screen noch. Dann liegt er dumm, aber können sie noch nehmen. Edward traut der Situation aber nicht. Alex aber jetzt die Bombe geholt. Edward macht einen wichtigen Frag vor der Bibo. Och, dann verfällt er sich. Ach, und dann ist Forrest da. Starix macht zwar noch den Frag gegen Getright, aber das ist der Sieg. Und es bleibt einstellig. 16 zu 5, keine einzige Runde abgegeben. 6